Ich bin eigentlich Sprecher der Charta, aber sprechen konnte ich bis jetzt eigentlich wenig, mehr nur schreiben. Die Charta ihren Sinn erklären und gewisse Missverständnisse abwehren, welche besonders in der großen Kampagne gegen die gegen die Charta geführt wurde, in großer Menge ausgebreitet wurden. Wir sind vor allem keine irgendwie politischen Dissidenten. Wir sind gegen diese Bezeichnung und gegen die Sache. Wir sind, wir stehen auf dem Boden der Verfassung dieser Republik und ihrer Gesetze. Wir, uns geht es überhaupt nicht um irgendwelche verfassungsmäßigen Änderungen oder Vorschläge, sondern und nur um den Modus procedendi, um die Anwendung der gültigen tschechoslowakischen Gesetze, um nichts anderes. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass wenn wir uns nur an tschechoslowakische Stellen wenden mit unseren Beschwerden, dass dann diese Beschwerden unter den Tisch fallen einfach. Und das hat uns dazu bewogen, uns dadurch zu sichern, dass wir zu gleicher Zeit wie die tschechoslowakischen höchsten Stellen über unsere Beschwerden auch die hier beglaubigten Vertretungen der Presse informieren. Das und nichts anderes ist der Grund, warum auch die Charta diesen Anstalten zur Verfügung gestellt wurde, und zwar merkwürdigerweise wirft man uns diesen, wie soll ich sagen, Urargument vor, dass es in der französischen Zeitung ein paar Stunden früher erschien, als es bestimmt war, hier das Dokument zu den offiziellen Stellen zu führen. Und dieses Argument wird uns immer wieder vorgehalten, obwohl wir immer wieder auf diese Methode, mit welcher wir immer wieder abgespeist werden, hinweisen, nämlich dass das Wesentliche zur Hauptsache und das Unwesentliche in den Vordergrund geschoben wird. Also das sind einige Bemerkungen, Herr Minister, die ich also über unsere Art vorzugehen. Vielen Dank. Ich werde es, dass Sie erläutert haben, was Ihre Auffassungen sind. Meinerseits muss ich zwei Dinge sagen. Zuerst, dass es natürlich nicht das Recht ist, irgendeiner Regierung sich einzumischen in den internen Angelegenheiten anderer Staaten. Andererseits, dass die niederländische Regierung und nicht nur die niederländische Regierung darauf besteht, dass die Schlussakte von Helsinki völlig realisiert wird, in alle Teilaspekte, alle Aspekte. Das möchte ich nochmals bestätigen und lege Wert darauf, dass auch Sie gegenüber zu bestätigen.
Ich danke ganz besonders für diese. Für uns nicht nur wichtige, sondern uns moralisch ungeheuer kräftigende Erklärung, Herr Minister. Wir werden nie vom Wege des Gesetzes abweichen. Wir werden nie irgendwas machen, was gegen die tschechoslowakischen Gesetze verstößt. Und es ist unser aller Bemühen, gerade zur Legalität und zur Wahrung, zur restlosen Wahrung desjenigen, was nicht nur unterzeichnete, sondern veröffentlichte und bestätigte tschechoslowakische Gesetze sind.